Stromkästen über Stromkästen. Welchen soll man denn jetzt hier aufschrauben, umschrauben, umstöpseln? Ich habe doch keinen Plan davon. Shitty Goal, wir gehen einfach rein in den Electrician Simulator, Alden. Also legen wir los. Wir haben schon wieder die nächsten Aufgaben hier bekommen. Ab an den Laptop. Jawohl, mit Doppelklick sind wir drin. Und hier haben wir den nächsten Job. Das ist ein kleiner Reparaturjob. Sehr, sehr cool. Die machen immer Bock. Ne, Moment, das ist ein Reparaturjob. Und das ist ein... okay. Alter, nicht schlecht, Alter. Hier zum Weed-Anpflanzer. Das machen wir natürlich. Aber erstmal machen wir hier die Reparatur. Sensor vom Badezimmer bringt uns 300 noch was. Müssen wir dahin brettern? Ich bin sehr gespannt. Wir akzeptieren das Ganze erstmal und düsen los. Genau, wir müssen gar nicht weit düsen. Wir sind sofort hier an der Werkbank und müssen das Gerät halt reparieren. Wir schrauben das Ding erstmal schön auseinander. Also, Schraubenzieher gezückt. Alles auseinandergetüttelt hier. Zap, 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 zarap. Die Batterien nehmen wir natürlich auch noch raus. Haben wir hier Schrauben? Jawollo. Die nehmen wir auch schon alle raus. Und dann wird hier abgedeckt und rausgeholt. Und richtig schön alles auseinandergenommen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht irgendwie auseinandergetüttelt kriegen hier. So, die Kabels kommen auch noch weg. müssen wir das einmal drehen oder kriegen wir das irgendwie so raus? Wir müssen es bestimmt einmal drehen. Gibt es hier irgendwelche Knöpfe, die wir abmachen müssen? Nö. Gibt es hier irgendwo was Kleines? Hier. Ah, guck mal da, ey. Zack. Zack, LED. Alles schön auseinandergenommen. So, und jetzt sehen wir hier in diesem Bereich. Machen wir mal eben einen auf den hier. Dann sehen wir jetzt hier in diesem Bereich Broken, Broken und Broken. Und das korrigieren wir natürlich gleich schnell. Das heißt, hier die Batterie machen wir neu. Kostet uns natürlich ein bisschen was. Das legen wir aber natürlich um. Das darf dann am Ende der Kunde bezahlen. Replace oder Fix? Das könnten wir vielleicht fixen. Ich klicke mal auf Fix. Okay, wir brauchen den anderen Schraubenzieher. Wird natürlich jetzt ein bisschen tricky. Wir brauchen das Gerät wahrscheinlich dafür. Jawohl. Stand zumindest da im Tutorial so. Oder war da so zu sehen. Und damit können wir jetzt hier die einzelnen Komponenten durchgehen. Ah, sehr gut. Broken. Okay, das Teil ist broken. Und ansonsten auch broken, auch broken. Okay, die Kondensatoren hier, der ist broken. Kann der jetzt raus? Nee, Alter, warte mal. Jetzt muss ich das ab... Das ist der Lötkolben, Alden. Das ist ein Lötkolben, wie geil. Ah, und jetzt brauche ich den zum Grabben. Jetzt ist er ja bestimmt heiß. Dann pflücken wir das ab. Das ist ja richtig cool, ey. Zack, zack, schön das Lötzinn hier abmachen. Dann grabben wir das weg. So. Hoppala. No, warte mal. Das Teil musste auch weg, ne? Das heißt, wir müssen hier auf der Rückseite mit dem Lötkolben die kleinen Nübbels hier abmachen. So. Cooles Ding. Und dann wird das gesamte Flup einfach weggemacht. So, haben wir jetzt noch irgendwas hier unten? War nicht hier unten noch irgendwas kaputt? Das ist soweit alles ready. Das auch, das auch. Okay. Wo kriege ich denn jetzt? Wo bekomme ich denn jetzt? Want to buy this? Ja, okay. Okay, das ist cool. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra noch, zu einem, in den Shop und so und das alles wieder kaufen. Nee, ich habe das jetzt und kann das jetzt bestimmt einfach wieder festlöten. Tatsächlich. Dran getüttelt, festgelötet. Da, mit dem Lötzinn. Perfekt, Alter. Cool. Erledigt. Das heißt, ratzfatz das Gerät komplett, fertig gemacht. Läuft. Und schon können wir uns dann zum nächsten gehen. Hier ist der Sensor, den könnten wir auch fixen. Replace. Würde halt irgendwie einen fixen Preis kosten. Und wenn wir das selber reparieren können, dann ist es doch gut. Wir checken mal eben.
Was muss raus? Was ist soweit gut? Hier. Diese drei Sachen, die müssen raus. So, und dann nehmen wir unsere Pinzette und pflücken das alles raus und ersetzen es, jawollo, durch die neuen Dinger und können das dann hier wieder festlöten. Cool! Kann man machen? Gar nicht schlecht, ey. So, erledigt. Dann haben wir jetzt hier das komplette, alles hier auf good. Es ist alles wieder in einem guten Zustand. Perfekt. Und wir bauen jetzt hier oben, zack, alles wieder schön zusammen. Deckel drauf und lüpp der Lachs. Haben wir es erledigt? Haben wir. Und wir testen das Ganze natürlich auch noch. Piep, piep, piep. Bitteschön. Nice. Na, das hat doch super funktioniert. Das hat doch super funktioniert. Das kann man noch machen. Gucken wir mal, was wir noch als nächstes haben. Da hatten wir ja jetzt hier den Kollegen mit der Beleuchtung für seine Pflanzen. Ja, machen wir. Wir haben 10 Minuten Zeit. Wahrscheinlich wird das nicht so lange dauern. Das ist ja nicht so viel, was wir erledigen müssen. Ab geht es. Wir brettern direkt dahin. Schraubenzieher haben wir dabei. Mehr brauchen wir nicht. Na, wir werden das schon hinkriegen. Also, gucken wir mal. Da ist die Taschenlampe. Auf T ist die Taschenlampe. Und wir haben hier keine Connection. Das heißt, wir müssen uns hier... Wir machen das erstmal aus. Und dann müssen wir hier diese beiden Dinger verbinden. Wie kriegen wir das hin? Also ich vermute tatsächlich, dass ich die Kabel vergessen habe. Ich hoffe, ich kann dann nochmal schnell zurück und ein paar Kabel holen. Weil ich finde hier überhaupt keine Kabel. Ich bin sehr gespannt. Ja, schnell zurück zum Office. Ich hoffe, das ist jetzt nicht abgebrochen. Ich glaube, es ist abgebrochen. Ei, 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 ei. Da ist aber einer enttäuscht. Ja, ja. Kann ich das gleich nochmal wiederholen, Alden? Ist noch da? Okay. Also, wir gucken jetzt nochmal eben rein. Wir brauchen Kabel. Ah, und da sind die Kabel. Tatsächlich. Und jetzt mit dem Kabel gehen wir natürlich nochmal rein in den Auftrag. Also, accept. Und ich würde sagen, wir brettern da eben hin und sehen uns an der gleichen Stelle wie gerade eben. So, wir sind quasi wieder an der gleichen Stelle. Wir machen hier mal eben alles auf. Wir machen Licht an. Und ja, wer lesen kann, ist natürlich wieder im Vorteil. Es steht tatsächlich auch bei den Aufträgen bei, was für Items brauchst du. Da gibt es extra einen Bereich, da kann man draufklicken. Und auch bevor man losfährt, steht, Alden, du hast gar nicht alles dabei. Einfach mal losbrettern. So, ich brauchte ein paar Kabel, jetzt habe ich genug Kabel. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier miteinander verbinden. Und zwar genau hier an der Sicherung das Kabel einmal dran. Und dann muss das hier rüber. Wir könnten hier diesen Ankerpunkt nehmen und dann müssen wir dahin. Na, das ist doch gut. Dann nehmen wir hier diesen Ankerpunkt schön in der Fuge, Alden. So, und ziehen das dann hier rüber, damit das hier aber auch passt. Genau. Plöpp. Connected. Dann ist das alles wieder schön. Jawohl. Und dann müssen wir doch bestimmt noch weiter connecten zu den Lampen hier oben, oder? Zeige die Kabel. Ah, okay. Das ist schon mal ganz praktisch. Wir haben hier ein komisches Kabel, wohin auch immer das geht. Das geht an der Decke entlang und ah, ist da connected. Das heißt, hier haben wir schon mal ein Kabel. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir schon mal ein Kabel. Wir sehen dieses Kabel, was hier hochgeht, mit einer, mit dem einen Schalter. Alter, habe ich einfach gerade nicht beide Lichtschalter angemacht. Ich napp. So. Mach an. Nein, jetzt sind die hinteren nicht an. Die Zeit ist abgelaufen. Wieso? Wieso? Rauf, rüber, connected. Strom an.
Hier ist ein Doppelschalter, Alden, und der Doppelschalter geht nicht, oder wie? Alter, ich werd weich. Ich werd weich. Linke Maustaste, rechte Maustaste. So simpel ist es. Beide Lichtschalter anmachen. Mit linke Maustaste, rechte Maustaste. Uff. Das war ja easy. So, nun wachst schön, ihr Blumen. Ich muss zurück. Okay, trotz allem alles geschafft, alles erledigt, viel zu lange über der Zeit gewesen, aber geschafft. Wir sind zurück in der Base, haben den nächsten Auftrag. Wir haben viel gelernt, denn man braucht zwei Finger, um den Lichtschalter einzuschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.